Alko, dein Videodreh beginnt. Zieh dich um. Jo, jo, normal, klar, mach ich. Alko, nicht der Videodreh, das Musikvideo. Ach so, ja, okay, ich zieh mich nochmal um. So, Hammerbruder, jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Ich werde dein VWT-Traum jetzt gleich mal beenden. Glückwunsch für 70 Klicks und 3 Abonnenten. Hey. Hammerbruder geht jetzt Fame, verkauft bald 3 Alben und deinen unnötigen Hammer kannst du Lauch nicht mehr halten, du Fotze. Während du dein Part in das Mic flüsterst, frag ich, welchen Rapper willst du damit denn einschüchtern? Denn du bist niedlich, so wie Sweetie das Küken. Aber täuscht euch nicht, denn Hammerbruder gibt's auch in Wüten. Von mir gefickt zu werden, gibt's für Amateure eigentlich niemals ohne Gage. Deshalb tanze ich den Crip-Rock auf deiner Schwiegersohn-Visage. Du bist wieder ne Blamage, weil ich nur dein Audio-Mixdown so zieh mich für den Arsch ist. Du grottenschlechter Battle-Rapper, wenn ich meine Texte bretter, kündigst du Fotze deine 3 Abos schnell und lässt es besser. Hammerbruder, sowas von weak, dreh dein Clip an den See, damit dich bloß keiner sieht. Hammerbruder sitzt zu Hause und checkt die Paarung aus und schreibt den Text, obwohl er weiß, er fliegt gerade raus. Du bist ein armer Lauch, ich bin schon 2 Runden weiter. Du hast keine Hammerbruder steht der Mike, nimmt ne Blamage auf. Sein Rap fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Eigentlich schade auch, dass dein Scheiß nicht so tight war. Du hast keine Hammerbruder, mach dir bloß keine Hoffnung, denn hier gehst du nach Haus. Schreib den Text in 10 Minuten, während nicht mein Bruder raucht. Dir geht die Puste aus, du hast wohl kein Lungenvolumen mehr. Ich wär auch so schlecht, wenn ich so dumm wie du wär. Doch ich will nicht nur fronten und echt nicht nur protzen. Deine Reime okay, doch deine Technik zum Kotzen. Doch das macht auch nichts gut, wenn du dein rappst wie ne Fotze. Das ist routiniertes Rappen und selbstbewusstes Auftreten. Gegen Stock im Arsch, lass den Namen Jungen mal ausreden. Du hörst dich an, als würdest du Bauch reden. Anstatt dich zu blamieren, solltest du lieber direkt aufgeben. Du bist leider nicht sehr ernst zu nehmen, mein Sohn. Bist bestimmt ein netter Kerl, aber verkehrter Mikrofon. Ich belehre dich ja schon, gern geschehen und so. Ich bring dich um und komm zu deiner scheiß Beerdigung als tot. Hammerbruder sitzt zu Hause und checkt die Paarung aus und schreibt den Text, obwohl er weiß, er fliegt gerade raus. Du bist ein armer Lauch, ich bin schon 2 Runden weiter. Du hast keine Hammerbruder steht der Mike, nimmt ne Blamage auf. Sein Rap fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Eigentlich schade auch, dass dein Scheiß nicht so tight war. Du hast keine Hammerbruder, was ist los? Ich hab mich selten so gelangweilt wie beim Hören deiner Qualifikation. Und das nicht mal wegen dem Text, du rappst leider viel zu monoton. Hammerbruder, was ist los? Selbst dein Nintendo-Charakter wird bedrohlicher als du. Der wirkt bedrohlicher. Du sagst, wir liegen nach dem Schlag mit deinem Hammer am Boden. Den du Lappen nicht mehr halten kannst, da hat er gelogen. Voll erwischt, ich hab dich erwischt auf frischer Tat. Also Hammerbruder, kick doch mal einen richtig sicken Part. Nur deine monotone Stimme wird dein Scheißpart gerecht. Nenn dich statt Hammerbruder Pummelluft, weil du uns einschlafen lässt. Für die nächste Runde frag ich lieber, ob er mir eine Hook macht für einen 30er Pep. Moin Digi. Ich wollte dir kurz zwischendrin und anschicken. Also es läuft extrem gut mit dem Video, Digga. Wir haben noch eine fette Location gefunden. Hier ist sie. Hammerbruder sitzt zu Hause und checkt die Paarung aus und schreibt den Text, obwohl er weiß, er fliegt gerade raus. Du bist ein armer Lauch, ich bin schon 2 Runden weiter. Du hast keine Hammerbruder steht der Mike, nimmt ne Blamage auf. Sein Rap fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Eigentlich schade auch, dass dein Scheiß nicht so tight war. Du hast keine Chance.